Ja, und jetzt meine regelmäßigen Tipps zu unserem großen, großen Problem, das da heißt Covid-19 oder einfach nur Corona. Jetzt haben wir gehört, dass dieser neue Impfstoff von AstraZeneca, dass die Ständige Impfkommission sagt, nur bis zum 64., 65. Lebensjahr, 65. Geburtstag, sagen wir mal so. Ja, macht ja nichts. Dann können wir endlich die impfen, die nicht unbedingt zu den ganz Alten gehören, die aber Risikopatienten sind, mit chronischen Krankheiten, mit Behinderungen und alles, was es da gibt. Also wir können dann einsteigen in eine Gruppe, die ganze Zeit mit Recht gesagt haben, warum habt ihr uns vergessen? Also sehen Sie es einfach mal positiv. Wir haben ja noch den BioNTech-Impfstoff, dann andere Impfstoffe stehen vor der Tür. Das klingt ja alles ganz gut. So. Aber alles andere muss weitergehen. Wir können jetzt nicht wieder leichtsinnig werden. Warum? Weil diese Mutationen, Sie kriegen das im Fernsehen mit, in den Medien mit, wie die wüten, zum Beispiel in England, aber auch in Portugal. Wir müssen also wirklich versuchen zu verhindern, dass diese Mutationen Deutschland überschwemmen. Das wäre fatal. Deswegen weiterhin dringen Sie auf die selbst durchführbaren Schnelltests. Das geht. Jetzt ist zurzeit wieder etwas ruhiger geworden. Aber diese Tests gibt es. Die sind so einfach, können Sie auch hier auf diesem Kanal sehen, wie einfach das ist. Die sind so einfach, dass Sie die für sich selbst anwenden können, sich selbst kaufen können. Und wenn da genug, zum Beispiel von der Landesregierung, von der Bundesregierung gekauft werden, dann sind wir nicht mal bei 6 Euro für den Schnelltest, dann sind wir ganz schnell bei 2 Euro, vielleicht sogar bei 1 Euro. Und natürlich alles andere auch beachten. Hygienevorschriften, Abstand halten, lieber sogar mehr als 1,50 Meter. Bei den Mutationen ist es sicherlich wichtig, 3 Meter Abstand zu halten und die FFP2-Maske. Verabschieden Sie sich von den anderen Masken. Wir müssen wirklich die FFP2-Masken aufsetzen. Die gibt es auch zu kaufen für 1 Euro das Stück. Sagen viele, das ist ja unheimlich teuer. Da habe ich noch zum Abschluss einen ganz guten Tipp für Sie. Die können Sie mehrmals verwenden. Aber wenn Sie den jetzt einen Tag verwendet haben, dann sollten Sie am nächsten Tag eine andere Maske nehmen. Deswegen mein Tipp, Sie schreiben sich Montag, Dienstag, Mittwoch bis Sonntag auf die Maske, benutzen die einen Tag und hängen die dann wieder eine Woche lang in einen kühlen Raum an die Leine, Keller oder wo auch immer, Wintergarten und warten dann, bis der Montag wiederkommt, dann nehmen Sie wieder die Montagmaske. Das können Sie 5-mal wiederholen, kann man eine Menge Geld sparen. Wenn die natürlich irgendwie kaputt gegangen ist, also wenn da ein Riss drin ist oder so, oder Sie haben sie sehr strapaziert, haben Sie viele Leute angenießt, ja, dann würde ich sie nach einem Mal schon entsorgen. Aber in der Regel können Sie sie wiederverwenden und das Ganze 5-mal, wenn die eine Woche lang wieder auf Sie gewartet hat, dass es wieder Montag geworden ist. Okay, ich bleibe dran, habe noch was vergessen, das Antikörpermedikament, was der gute alte Trump gekriegt hat. Davon gibt es jetzt auch 200.000 Dosen, die der Gesundheitsminister gekauft hat, kommen sicher noch mehr nach, sind für Hochrisikopatienten, müssen ganz am Anfang eingesetzt werden, aber das Wirkprinzip macht Hoffnung. Auch da bleibe ich dran und werde dann zu gegebener Zeit berichten. Kommen Sie gut durch. Bleiben Sie mir gesund. Tschüss.